Also ich würde sagen, das war ein Detektiv, ne? Dieser wohlgebaute Herr, der sich um die kleine Emily gekümmert hat. Fuchsrabe hat sich den nackten Popo angesehen. War es das erste Mal? Wie? Das erste Mal einen erschossen? Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Ich will nicht darüber reden. Ach so, stimmt, okay? Ja. Ich habe ja den da erschossen. Ups. Das ist er. Oh, das ist dieser Troy, ne? Nee, aber die haben ja nichts mit Troy zu tun. Miroslav Korda? Ja. Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Das hast du dir gemerkt, Sina, ne? Oh, Quicktime-Event direkt. Ah nein, warte, ich muss ein bisschen zurückrutschen, damit ich hier Bewegungsspielraum habe. Los. Die können doch nicht direkt mit dem Quicktime-Event anfangen. Ich hab gewackelt. Ich hab doch nach oben gewackelt. Hey, hast du ein Problem? Hey. Ich würde nicht nach oben wackeln. Hey Mann, pass doch auf! Ich habe das erste Mal einen PlayStation-Controller in der Hand. Ich weiß nicht, wo welche Taste ist. Okay. Wir drücken nicht R1. Schreck gleich. Ich kann die Kamera nicht drehen. Unter welchem Schweineschenkel? Ah nein, ich muss mit dem Controller und so. Mit dem Stick meine ich. Bei mir werden noch ganz viele Leute sterben, einfach weil ich die Quicktime-Events nicht habe. Andreas Burani hat uns gerettet. Okay. Ja, Kiel und Hamburg ist von Sina sehr weit weg. Aber vielleicht zieht es von Norden noch nach Süden. Bitte. Weil die Wetterlagen, die wechseln ja eigentlich eher von hoch. Von West nach Ost oder Ost nach West. Wir können hier Schubfächer öffnen. Die stecken wir uns ein. Wollen wir gebrauchen?
Hallo Typ. Hallo. Wir gucken erstmal hier durch die ganzen Schubfächer. Ich habe wieder vergessen, hieß er Scott oder irgendwie so? Will man nicht merken, wie er heißt. Achso, wir können dann Akten lesen. Schöne Akten. Wir gucken mal, was hier. Das ist aber sehr steifes Papier. Sehr dick. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn zuletzt mit ihm hier eigentlich gemacht? Wir waren zuletzt mit ihm bei der Mutter von dem einen verstorbenen Kind, ne? Wo er noch die Emily dann gefüttert und gewickelt hat. Glaube ich. In Arbeit. Ich genau, okay, dann setze dich hier bestimmt mal hin, oder? Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Okay. Wir haben mal kurz in seine Gedanken geguckt. Spiel. Für Redwood, ne? War das ja. Sagen. Also wenn das jetzt hier das Bad ist, mit ihm gehe ich nicht Richtung. Nee. Okay, es regnet. Das habe ich so auch schon. Badezimmer. Gehen. Ich erwarte keinen Besuch. Okay, wir gehen doch mal zur Tür. Hat ja geklingelt. Ja. Das. Ja, so in der Küche können wir gar nichts machen. Ist das hier wahrscheinlich die Haustür? Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Ja, ich hieß Scott. Okay, dann habe ich mich richtig. Klar. So, und das ist ja die junge Dame,
wo dieser Troy war. Bin wollte, ne? Ich nehme den Mantel. Also er wollte sie nicht verprügeln, er hat dann wiederum... Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Susi! Hallöchen! Du hast noch nicht so viel verpasst. Wir müssen ihr nur kurz einen Drink zubereiten. Ich befürchte, dass ich den Cocktail schütteln muss. Ah nee, das ist nur ein Wasser. Ein interessanter Drink. Danke. Ich dachte, er macht hier jetzt einen Cocktail oder so. Setz dich mal hin, Scott. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kann an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Den Brief kann man nicht ordentlich auf den Tisch legen, den muss man rüber flattern. Reißen. Bin ab und an mal weg, mein Internet bricht immer ab. Oh nein, Fuchsrabe. Das ist ja blöd. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Können wir den Brief bitte nochmal in die Hand nehmen? Danke für Ihre Hilfe. Halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Das ist immer super, wenn... Sie können mir nicht Angehörige helfen, Laura. Helfen wollen. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Erpressung. Das ist gefährlich. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Nein. Nein. Partner. Man lässt doch nicht die Mutter von dem verstorbenen Kind mit ermitteln. Was ist das denn? Oder Fuchsrabe, versuch mal die... War gerade sehr laut, sorry. Versuch mal ansonsten die... Auflösung ein bisschen runterzudrehen. Falls du über einen PC guckst. Vielleicht hilft das auch ein bisschen, dass es flüssiger läuft. Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Das ist die Mutter von einem Kind, was vom Origami-Killer getötet wurde. Ich bin schon nur auf 360. Was tut ihr hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Er ist dann blöd. Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Ich hier gerade ein paar Gedanken.
Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Ja. Sie hat ihn jetzt quasi ein bisschen erpresst, sie zur Partnerin zu machen. Sonst hätte sie ihm den Brief nicht gegeben, den sie nach dem Tod ihres Sohnes erhalten hat. So. Zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier drin laut wird, weil hier ist es eine Party, haben wir gesagt. Oh. Eine besondere Party, die ich schon sehen kann. Vielleicht sollten wir duschen gehen. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen. Das ist genau, was das ganze Teil wohl gekostet hat. Lassen Sie uns später über Kramers Dekorieren. Okay. Jetzt bin ich jetzt hier hin. Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Da hinsetzen. Okay, passiert nichts. Ich dachte schon, die labert den jetzt an. Oder fasst ihn an. Ich versuche gerade ein bisschen lauter zu reden. Weil das Spiel ist hier gerade relativ laut. Ich mag es jetzt aber nicht leiser machen. Achso, ich hätte sie fragen können. Kann ich hier noch jemanden fragen? Caterer, der weiß doch bestimmt was. Whisky pur, kein Eis. Wann hast du eigentlich angefangen zu streamen, Behemoth? Genau, Susi. Ach, Susi, wir können doch nicht ständig die gleichen Fragen stellen. Das fällt dir ganz gut. Wir das gleiche Gehirn haben. Für uns eine Ressource. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Oh, Lauren hat sich bestimmt schon ausgezogen und tanzt mit auf dem Tisch. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Und ich bräuchte jetzt eins. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Okay. Ich muss Gordy Kramer finden. Hey, Mann! Haben Sie was für mich? Es sieht gleich wie ein Dealer aus. Verpiss dich! Ich muss Lori finden. Nee, Lauren. Nicht Lori. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Also was machen die denn hier? Ich hier gelandet. Alkohol, Weiber und Cokes. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. 2017? Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Das ist schon eine Weile. Hi.
Meister dann eine Party? Fragen Sie ihn doch! Okay. Gleichtyp. August 2017, der erste Test. Du erinnerst dich sogar noch dran, dass du das als zweites oder drittes gespielt hast? Ich muss Gordy Kramer sprechen. Im Stream. Gordy ist gerade beschäftigt. Aua! Ja, auch nicht so. Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Okay, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Krawall. Pass auf. Wir machen jetzt hier Ärger. Hey. Siehst du den Kerl da? Weißt du, was er mir nicht gesagt hat? Was sagt er? Oh ja, genau das wollen wir. Du beleidigst meine Mutter, du Gorilla im billigen Anzug. Du denkst, oh, du hältst sie für was Großes. Ich bin besser als du. Ach, du bist ein. Hey. Affe, ich rede mit dir, du großer Affe. Was sagst du über meine Mutter, du? Na, willst du dich vielleicht mit mir anlegen, Freundchen? Weißt du, wer ich bin? Nee, wir setzen uns nicht hin. Nein, wir setzen uns nicht hin. Wir müssen Gordy Kramer suchen. Okay, Schlägerei, Prügelei ist beendet. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie man über die PlayStation direkt auf Twitch streamt. Wie probiert. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Das ist aber auch ein bisschen seltsam, Fuchsrabe, oder? Macht ihr das öfter? Was ist mit dem nicht richtig? Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version. Wie er immer redet so. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr?
Ende. Jetzt ist natürlich die Frage. Weg mit dem Clown! Weiß der das? Weiß der das aus den Medien? Oder. Ist der wirklich der Origami-Killer? Ich glaube fast nicht, dass er der Origami-Killer ist. Das wäre zu einfach. Nein, ich hab gewackelt. Irgendwann fliegt mir der Controller aus der Hand. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Mach's gut, Behemoth. Schön, dass du da warst. Schönen Samstag noch. Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby. Nicht ich. Ich glaube, der guckt gerade unsere Overcooked-YouTube-Folgen. Musik mal. ja, ich war schon online, Susi. Da gibt's wieder interessante Aufgabe. Also ich habe meine tägliche Herausforderung, zwei habe ich, glaube ich, gemacht heute. Oh, ich hätte auch so gerne eine Katze. Richtig, Susi. Die beste Aufgabe im Spiel gibt's heute wieder. Die hat heute auch beim ersten Mal geklappt. Ethan, gehst du deiner neuen Prüfung, wie es aussieht? Was ist denn da oben gewesen? Als ob wir hier rein müssen. Ich doch. Guck mal hier, wir lagen doch so Trümmer. Hier können wir bestimmt drüber gehen. Okay, wir sind schon mal. Oh, hier gibt es ganz viel Strom. Fällt mir schon mal nicht. Was für eine Prüfung soll das denn sein? Kann ich mir den Schmetterling angucken? Ja, das war jetzt ja einfach. Jetzt? Ah.
Hä, das soll das Blut von ihm jetzt sein? So viel? Ich glaube, wir müssen hier hinter. Ich sag zumindest die Kameraperspektive. Die Kamera da gerade los, nun. Was bedeutet denn jetzt was? Was hätte denn jetzt Kreis bedeutet? Manchmal weiß ich nicht, was welche Taste bedeuten soll. Ach, mit L. Boah, das wäre überhaupt nichts für mich. Was ist das hier auf dem Boden? Ich habe gerade angehalten. Und wir müssen jetzt hier durch die Scherben durch? Dein Ernst? Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Rechts oder links? Sagen links, oder? Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Dem Windhauch folgen? Wo er herkommt? Windhauch folgen, also soll ich nach rechts gehen? Da ist Strom. Fällt mir nicht. Der Windstoß, der Windhauch. Okay. Nicht zum Strom. Es ist gar nicht so einfach, R2 nur ganz leicht zu drücken, dass der langsam macht. Okay.
die L2 und R2 Taste am Controller. Ist ja auch witzig, der Boden hat hier eine Delle. Die Scherben liegen aber glatt. L2 und R2 haben einen ganz komischen Druckboden, finde ich. Links habe ich gesagt. Fällt mir hier aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber die machen das. Okay, wir müssen nach rechts. Oh, sind wir am Ziel? Die Musik, ja, ich erwarte immer darauf, dass hier irgendwas durchbricht oder eine riesen Hauswinkelspinne um die Ecke kommt. Aber ich frage mich, wer verteilt denn hier so viel Glassplitter in diesem. Danke. Ja, klar. Oh. Ich hätte gedrückt halten müssen, oder was? Jetzt noch gut. Ich habe keine andere Wahl. Gefällt mir nicht. Ja, und nun? Loslassen? Ich würde niemals in so eine enge Rutsche gehen. Ich würde doch irgendwo stecken bleiben. Ey, soll ich jetzt hier noch X? Doch gleich, wie ich die Finger halten muss. Ja, ich bin da auch, also ich würde niemals in solche Gänge gehen und boah. Allein wenn ich weiß, ich komme nicht rückwärts wieder raus irgendwo. Wir sind zumindest richtig, weil der Schmetterling ist wieder da. Wollen wir hier lang gehen? Nee, eigentlich müssen wir ja. Ich weiß jetzt nicht, bedeutet gehen, wir verlassen die Prüfung oder heißt bleiben,
Oder heißt gehen, wir gehen einen anderen Weg. Was ist das, wo ich halt manchmal nicht genau weiß, was gibt das Spiel mir hier für Optionen? Hier war doch erst Viereck. Also, manchmal muss man sich hier die Finger brechen, wie ich den Controller halte. Und noch Kreis? Es ist... Ich glaube, wir müssen... Wir können es hier versuchen. Ist das ein Unterschied? Dreh dich doch jetzt mal dort in die Schranke. Ich weiß immer nicht, wie ich den Controller halten soll. Jetzt, ich glaube, man kann hier nicht durch. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja. Mach jetzt gehen. Ja, ich glaube, hier braucht man wirklich teilweise drei Hände. Ich glaube, ich habe die Prüfung halt jetzt nicht geschafft, aber... Der ist halt dort nicht durchgegangen. Das war's für mich.